Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. In der heutigen Folge steht mal wieder ein Pack-Opening an, aber das hat den einfachen Grund. Ich zeige es euch am besten, ich habe ihn noch drin gelassen, um es euch zu zeigen. Robben. Ja, ich habe Robben gezogen und den auch für 1,6 Millionen vertickt, also. Das hat fett Geld eingebracht, aber wie man auch sieht, okay. Ja, dann kann ich hier wieder alle wegmachen. Na, hier Pajero will ich mal loswerden. Am besten 30.000. Es ist jetzt schwer, weil die Preise gesunken sind, überhaupt noch zu traden. Aber das hat auch den einfachen Grund, dass die FIFA 15 Company App. Man kann über diese App leider keine Spieler mehr verkaufen. Und ja, deswegen sind sie auch noch 1,239 Millionen Verkäufe im Moment. Aber ist ja auch egal. Und ich kann euch ja mal zeigen, was ich mit 1,3 Millionen gemacht habe. Und zwar habe ich mir mich dazu entschieden, ein Inform-Team zu machen. Und ja, ich habe mir Götze, zentrales Mittelfeld in Form gegönnt und Naldo. Naldo habe ich sehr günstig bekommen für 218.000 und ja, ganz günstig. Was eine Option wäre, Benatia oder Hummels in Form, aber da muss ich ewig sparen oder mal wieder was Gutes ziehen. Mannschaftsauswahl, jetzt kann ich euch jetzt zeigen, wie die andere Mannschaft aussieht. Sherlock 36. Ja, das ist einfach nur ein normales Bundesliga-Team. So, Mkhitaryan kommt dahin. Und da kommen jetzt Götze und Naldo rein. Ah, warte, ich muss hier Götze raus tun. Oh. Ja, das ist jetzt blöd, dass ich hier nicht mehr spielen kann. Da muss ich einen Ersatz finden. Oder ich verkaufe das Team und hab da mehr Coins für das Inform-Team. Ich weiß nicht so recht. Ich bin nicht dafür, dass ich das mache. Aber egal, solange ich mit dem Spiel, ja, mit dem Team da spielen kann, meinen Verein durchsuchen. Jetzt werden wir da Naldo reinpacken und Götze. Boah, das sieht doch richtig nice aus. Das wollte ich nicht. Ja, egal. Benatia nach rechts und da noch Naldo. Dann sieht das schon echt geil aus mit den ganzen Informs. So, im anderen Team, Zieler im Tor, einer Verteidigung. Ja, Supotic war in der Verteidigung, Benatia, rechter Flügel. Ja, das haut alles hin. Das ist mein komplettes anderes Team. Ja, also ich tue das andere Team in die Auswechselbank, damit die Fitness wieder steigt. Also, das wusste ich früher nicht, dass es geht, aber anscheinend geht's ja. Und ich habe auch schon gesehen, dass heute Suarez in Man of the Match Style gibt. Und ja, wir werden jetzt einfach mal anfangen, um gucken, ob uns das Glück heute was Gutes gibt. Ja, fängt schon mal nicht gut an. Verträge wieder in den Verein. Und den Rest werde ich einfach schnell verkaufen. Sieht nicht sehr gerade sehr wertvoll aus. Und ich will die Folge auch nicht allzu lang halten, da das an der Zeit wirklich langweilig wird. Ja, wir überspringen mal. Ich habe keinen Bock, so lange zu warten. Paletta sieht auch nicht sehr wertvoll aus. Aber die Verträge tue ich immer wieder in den Verein. Weil Verträge ja nicht schaden. Ja. Wir können mal ganz kurz gucken, wie viel er auf dem Transfermarkt wert ist. Preisvergleich? Ja. Kann man auch abstoßen. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Aber was? Das ist die Frage, ja. Kennt ihr es auch? Ihr wolltet was sagen, aber dann vergesst ihr es. Ich hasse es so sehr, wenn das passiert. Oh, das kleine Stadion. Ich mag irgendwie Stadien, die klein sind. Da kann ich irgendwie gut drauf spielen. Wieso, weiß ich nicht. Ja, wir hier, Fernand. Können wir mal gucken, wie viel der Junge wert ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er viel wert ist, ja. Ja, komm, Preis, alles schnell verkauf. Was sehr nice wäre, so ein Messi in Form, aber ich glaube nicht dran, dass wir sowas ziehen, also. Da wären wir reich, da könnte ich mir schon ein paar Informs gönnen. Also was so nice wäre, Rechtsverteidiger Piszczek und Innenverteidiger letzte Hummels oder Benatia, aber die sind zu teuer. 1,6 Millionen, ja, beide ungefähr. Hummels gibt es auch für 3 Millionen, aber das günstigste war, glaube ich, 1,6 Millionen. Ach, wieder nur Müll. Also das letzte Pack-Opening. Oh, 2000 Münzen. Ist doch mal etwas Gutes. Das letzte Pack-Opening haben wir Reus gezogen. Das lief geil. Das lief echt geil. Wie viele Packs ziehen wir eigentlich? Mal gucken.
entweder mein ganzes Geld oder... Ja, komm, wir ziehen alles. Wir ziehen alles, sonst hat das gar keinen Sinn. Ich finde, man muss schon so ein Mega-Pack-Opening machen, um überhaupt was Gutes zu ziehen. Ja, mal überlegt, 380k? Wie viele Packs kann man davon ziehen? David Luiz. Okay, wie viel ist der Junge wert? Na, auch nicht viel, ne? Nein, der 15.000 ist ein bisschen... Ja, komm, den bieten wir mal für 150 an und Schnellverkauf, Sofortkaufpreis 1.000. Das werden wir mal machen. Okazaki. Deutscher Stürmer, ja, in der deutschen Bundesliga meine ich. Brauche ich den? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, den Rest werden wir wieder schnell verkaufen. Und gucken, warte mal, wie viele Packs sind 380k? 10, 20, 30, 40, 50, ja, ungefähr 50. Groß! Okay. Wie viel ist der wert? Gibt's für 2100 Sofortkaufpreis, aber ist hier irgendwo ein Gebot? Ja. 150 werden wir aufmachen, das schaukelt sich schön hoch und 1,5k Sofortkaufpreis. 85er Rating, aber nicht so viel wert. Schade, schade. Oh, Baumann als Duplikat. Können wir nicht gebrauchen. Was mich wundert, Spielerfitness plus 30? Oder war das... Nee, Spielerfitness plus 30 ist so Rare Gold. Und plus 60 ist ganz normal. Komm, Messi, gib mir Messi in Form. Johnson. Wie viel der wohl wert ist, aber die Verträge tue ich erstmal wieder in den Verein. Fitness nehme ich auch immer gerne mit. Vor wichtigen Spielen kann man das immer gebrauchen. Johnson, wie viel ist der Junge wert? Ja, schnell Sofortkaufpreis weg. So, weiter geht's. Los, Alaba, gib mir einen guten Spieler. Nee, kein guter Spieler. Verträge wieder LF zu LM. Boah, kann ich vielleicht gebrauchen. Stadien sammle ich gerne. Olympiastadion, nice. Vielleicht stelle ich das sogar... Kann man das hier direkt machen? Stadion aktivieren. Sehr nice. Jetzt haben wir das Olympiastadion. Cool, wirklich cool. So. Heute Abend spielt der Leverkusen gegen Atletico Madrid in der Champions League. Ihr werdet das Video Donnerstag sehen, also ihr wisst schon das Ergebnis. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also ich freue mich schon, die Übertragung wird hier im ZDF gezeigt, da Sky ja verlangt, dass man die Champions League extra zahlt, was ich ein bisschen böse finde. Leonardo, wie viel ist der Junge denn wert? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er viel wert ist, ja... 150 tun wir rein. LF zu LM, schon wieder. Können wir nicht gebrauchen, aber man weiß nie, ob man es gebrauchen kann. Vielleicht werde ich es mal gebrauchen. Ich glaube nicht dran, aber vielleicht werde ich auch irgendwann mal meine Aufstellung ändern und dann kann ich es gebrauchen. Okay, 307k. Also davon kann man noch einige Packs ziehen. Los, gib mir was Schönes. Nein, nichts Schönes. Ah, wieder 1000 Münzen. Nice, nice. Nehme ich immer gerne an. So, Objekt einlösen und 300k. Auf Transfermarkt anmieten, Preisvergleich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der, ja. Ja, alles weg. Ich will mal gucken, was man für 300k auf dem Transfermarkt alles bekommt. Wird eine bisschen längere Folge, aber. Muss auch mal sein. Oh, ich habe schon wieder zwei Dinge verkauft. Cool. Ich glaube, David Luiz habe ich ein bisschen zu günstig angeboten, da er so schnell weggegangen ist. Wir werden einfach mal gucken. Mindestpreis 100.000 und Sofortkaufpreis 300.000. Vielleicht kriegen wir noch irgendeinen in Form. Im Notfall, wenn mir das Team nicht gefällt, kann ich es ja auch verkaufen. Ja, scheiße. Das muss runter. Och, Sofortkaufpreis wird wieder ein bisschen länger dauern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich für 300k einen Inform bekomme, den ich noch nicht besitze. Los. Nein. Ah, Mann. Oh, so eine Scheiße. Wirklich, so eine Scheiße. Egal, geht die Folge ein bisschen länger. Habt ihr auch was davon?
So, jetzt aber. Und das ein bisschen... Nein, nein, nein. Ist mir jetzt auch egal. Ist mir jetzt wirklich auch egal. Bundesliga. Und suchen. Aubameyang. Ah, das wäre vielleicht auch eine Option. Nordweit. Ja. Ja, aber mir gefällt sein Rating nicht. Mir gefällt wirklich sein Rating nicht. Vielleicht irgendwann so ein Müller, aber... Ich habe Choupo-Moting aber als Ersatz irgendwann. Es gibt einen Naldo auch mit 3. Ah, den gibt's auch second in Form. Deswegen war meiner so günstig. Hätte ich mir auch denken können. Linker Flügel, Perisic. Gibt's den auch als rechten Flügel? Da schauen wir jetzt mal nach. Ich meine, ich habe den mal irgendwann als rechten Flügel gesehen. Ja, warte, wir werden einfach mal suchen. Vielleicht gibt es das ja. De Bruyne habe ich schon. Ribéry. Ich weiß nicht so recht, ob ich den mir irgendwann gönne. Oh, Kagawa hat jetzt 83er Rating. Boah, lahm. Team of the Year, wenn ich 6 Millionen Münzen hätte. Rechter Flügel. Und Perisic. Perisic. Den gibt es tatsächlich als rechten Flügel. Soll ich mir den gönnen? Das ist hier die Frage. Ja, komm. Nein, nicht. Ach, den kaufe ich direkt. Eine halbe Stunde, das dauert mir zu lange. Jetzt zuweisen. In den Verein und dann werden wir von 110K Coins. Jetzt habe ich's. Mir ein Team machen. Ey, was laber ich? Ja, ich bin schon in der Englischarbeit, die wir morgen schreiben. So, wen werden wir hier rausklatschen? Rechter Flügel, Shaqiri, ja. Ist ein schöner Spieler, aber... Ob ich mir den jemals in Form gönnen kann, weiß ich nicht. Wir werden es jetzt einfach mal probieren. Aber so ein In-Form-Team hat auch schon was, ne? Wir werden es einfach mal ausprobieren und wenn er mir nicht gefällt, werde ich ihn verkaufen. Aus der Mannschaft entfernen. Mein Verein durchsuchen, Perisic. So, das sieht doch schön aus mit den ganzen In-Forms. Nur noch 2 In-Forms und dann haben wir ein komplettes In-Form-Team. Aber einen billigen Rechtsverteidiger in Form ist... Schon selten, ne? Ja, jetzt weiter Goldpacks ziehen. Und gucken, ob das Glück auf unserer Seite ist. Nein, natürlich nicht. Aber hey, wir haben das 3. Trikot von Wolfsburg. Ach, das ist Teamtraining. Ah, okay. Deswegen ist das rare. Ja, komm, behalten wir mal. Den Rest werden wir wieder schnell verkaufen. Den Rest brauchen wir wirklich nicht. Upsi, Mikrofon. Im Übrigen, mein Mikrofonständer ist morgen da. Also heute, wenn ihr das Video sehen werdet, Moose Lehrer kenne ich nicht. Ich kenne beinahe gar keine Spieler, also. Ich kenne mich nur in der Bundesliga aus und ja, in der englischen Liga ein bisschen. Vielleicht irgendwann nochmal ein englisches Team zum Ausprobieren. Aber im Moment brauche ich das nicht. Ja, 150, der müsste sich eigentlich über 600 verkaufen. Müsste sich, ja. Okay, nächstes Premium-Gold-Set und gucken, ob... Komm, Glück. Nein, natürlich nicht. Rodriguez. Ja, den kann man auch für 1-2... Ja, das machen wir auch mal. Mal gucken, wie er sich verkauft. So, die Verträge wieder in den Verein. Die Mucke in FIFA ist sowieso immer noch am besten. Neues Stadion, immer wieder gerne. Und den Rest wieder per Sofortkaufpreis weg. Ah, noch 2 Informs, dann habe ich ein komplettes Inform-Team. Das ist gut, sehr gut. Aber die Informs sind halt nicht so gut. Aber meistens gefallen mir die Informs schon relativ gut, da die halt sehr hart kämpfen. Der Rest wieder weg. Upsi. Ja, das wollte ich doch ziehen. Los. Gib mir was Gutes.
Griezmann, den habe ich damals mal für 13.000 vertickt am Anfang der... Nein. Aber mal gucken, wie viel er jetzt wert ist. 9.500? Wirklich? Ist er so viel wert? Nee, nein, bei weitem nicht. 700 Startpreis und dann kann er auch weg. Boah, wenn man überlegt, den habe ich damals für 13.000 verkauft und jetzt ist er noch 700 wert. Also, wenn man FIFA... Ach, in den Verein. Also, wenn man FIFA sich holen will, dann nicht direkt zu Release, weil er alles überteuert ist auf dem Transfermarkt. Lieber später und dann hat man mehr davon, weil man nicht so viel spielen muss und trotzdem ein gutes Team hat. Müll. Boah, was ich für so ein Messi in Form geben würde. Ja, wenn wir den ziehen würden, das wäre echt der Hammer. Das wäre wirklich Hammer. Okay, los. Gib mir was Gutes. Ja, Müll. Irgendwie, ich weiß nicht, wie andere es schaffen, immer so ein Team of the Year Spieler zu ziehen. Das ist schon... krank, wenn man sowas sieht. Das ist wirklich krank. Ich meine, wir kriegen es noch nicht mal in einem 7500er Pack hin, so ein Messi in Form zu ziehen. Und dann ziehen in welche in Team of the Year. Oder so ein Ronaldo in Team of the Year. 15 Millionen. Das ist echt krank. Das ist wirklich krank. Aber naja, da kannst du schön angeben. 99er Rating, 99 Pace war das, glaube ich. Das ist schon nicht von schlechten Eltern. Roserina. Okay. Wie viel ist der wert? Jose, nicht Rose. Okay, einfach 150 und rausstellen und gucken, ob er weggeht. Godin, okay. Mal gucken, wie viel der wert ist. Ja. Stoßen wir auch ab. Die Verträge nehme ich wieder in den Verein. Und Fitness auch immer wieder gerne. Ja, alle Verletzungen können weg. Ich habe schon genug Anti-Verletzungskarten und selbst wenn, wechsle ich die mal aus. Möchtest du dieses Set kaufen? Oh ja. Los, gib mir was Gutes. Es ist mir aufgefallen, wenn man so nur noch 7500k hat, dann zieht man meistens was Gutes. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die viel wert sind. Fair, kenne ich nicht. Einfach alle weg und gucken. Wir können uns noch... 6 Packs ziehen. Upsi. Okay. Was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn ich Assassin's Creed 4 Let's Play? Das hätte ich demnächst mal vor. Einfach nur mal antesten, wie es ist. Und dann ja, mal gucken. Wenn es mir gefällt, mache ich es weiter. Und wenn es mir nicht gefällt, wird es halt abgesetzt. Und es kommt auch auf eure Meinung an. Denn ihr könnt ja entscheiden, was ihr auf dem Kanal sehen wollt. Ich könnte sowas wie Crysis 3 auch Let's Playen. Aber ich weiß noch nicht mal, worum es geht. Also... muss ich mich mal erkundigen, da mir das Spiel ja angeboten wurde. So, Spielerfitness, ein brasilianisches Trikot. Erst nehmen wir mal in den Verein. Der Rest kann weg. Nein, war das ein Team-Spielerfitness? Ah, verdammt, egal. Los. Xavi, ist der viel wert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch viel wert ist. 86er aber, ist nicht schlecht, ne? Ey, dass so gute Spieler so günstig sind, verstehe ich nicht. Den werden wir ein bisschen teurer anbieten. So, senden. Ja, Spielerverträge wieder in den Verein und der Rest kann wieder weg. So, der Rest wieder Schnellverkauf. Okay. Los, Messi, gib mir einen Messi in Form, bitte. Nein, natürlich nicht. Ein Duplikatenstadion. Ja. Spielerheilung, Spielerfitness und der Rest kann wieder per Schnellverkauf weg. Noch fast. Ich glaube, wir können noch 3 Packs ziehen, wenn man per Schnellverkauf den Rest wieder wegbekommt. Ja. Jetzt noch 2 Packs. Knoche. Oh, wir haben ein Pack hier freigeschaltet. Ein Graz Gold Set. Nice. Graz Set einlösen. Okay, der Rest kann weg. Das werden wir direkt einlösen, damit die Spannung erhalten bleibt bei den Premium-Gold-Sets. Ja, Müll.
Nur Müll. Spielerverträge nehmen wir wieder dankend an. Aber der Rest kann wirklich wieder weg. Also leider hat uns der Fußballgott kein Glück beschert. Der FIFA-Gott, kann man so sagen. Los, jetzt aber. World Cup 96er Pace, das ist schon... Joa, richtig, richtig nice, aber... Habe ich ihn schon vor allem? Nein. Vielleicht für mein englisches Team. Ich will mir ja bald eins machen. Denn es gibt den... Okay, los, da lasse ich es jetzt, da spule ich nicht vor. Komm, bitte, 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 nein. Schade, schade, schade. Ah. Nichts Gutes, nichts Gutes. Stadion noch in den Verein. Und ja, der Rest kann weg. Okay, ich würde dann sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.